Damn, schaut so cool aus. Okay. Ui, ui, ui. Wir sind zurück in Mass Effect. Ui. Steht die Ausrüstung für die Außenposten bereit? So komplett wie möglich. Das reicht nicht. Es stehen Leben auf dem Spiel. Was Sie nicht sagen. Okay, Leon. Fehle mal für eine Sekunde, dass ich ein Intro machen kann. Wenn ich es selber schaffe, weil ich nur rumhopfen will gerade. Mass Effect, ich werde es vielleicht schaffen, mal Leons Nebenmission anzufangen. Und während ich das sage, weiß ich irgendwie schon wieder, dass es sich wahrscheinlich schon wieder nicht ausgehen wird, weil mehrere Kadara-Missionen schon wieder anstehen. Ich habe die Quelle des Notrufs lokalisiert. Ich markiere den NAV-Punkt auf Ihrer Karte. Oh, Kadara schaut so gut aus. Verdammt, schaut Kadara gut aus. Ah, wir hätten Scenic View von meiner schönen Himmelmontage und da haben wir den Architekten. Ich sehe dich. Deinen Blick auf mich. Nimm diesen Tribut an. Forme die Welt nach deinem. Moment. Oh, großer. Warte. Ah! Das muss Bishop sein. Das sollten wir Christmas melden. Oh. Oh, großer. Ja, der hat wahrscheinlich nur Sex gehabt. Oh. Das erinnert mich an den vernarbten turianischen Soldaten, mit dem ich mal zusammengetroffen bin. Sehe ich so aus, als würde ich eine Geschichte hören wollen? Okay, dann erzähle ich sie eben nicht. Warum kann Leon mit niemandem? Oh, großer. Das ist, was sie sagt. Der ist ja riesig! Das ist auch, was sie sagt. Der ist ja riesig. Ich schlage dich mit dem Mako. Komm schon, lande, du kleines Ding. Und wir haben schon einen Architektenfight. Habe ich überhaupt richtige Waffen mit dafür? Habe ich da. Die Beine, okay. Hopp. Raus aus meiner Deckung. Füßen tüft die Beine. Hopp. Konzentrieren Sie das Feuer auf seinen Kopf. Liam ist halt sehr bossig. Muss ich schon sagen. Sehr bossig, dieser Mann. Der hat gar keinen Punkt da, den ich treffen kann. Hat der nicht. Jetzt da. Eine Waffe mit Scope ist ganz gefährlich für den Typen. Achso, das geht. Das geht. Oh Gott. Eigentlich kann ich hier nur scopen. Davon zu tanzen. Neue Gegner! Ja.
Ja, Boss. Nehme ich schon. Wir haben's fast. Verrennen wir einen Madman. Haut ab. Das sagst du mir gar nicht, dass ich hinterher muss, Liam? Er hat gerade fahren lassen. Und dann sagte er, ich schwöre, ich hatte zwei, als ich reinkam. Moment, fangen Menschen nicht mit vier an? Nein, auf keinen Fall. Was? Schießen Sie auf die Beine! Ab, schlecht. Ziehen Sie auf den Kopf! Na, der Bossig heute. So macht man das doch, oder? So macht man das doch, oder? Was? Neue Relikte! Okay. Danke. Auf die Beine! Okay, Boss. Ehrlich gesagt, die Taktik funktioniert. Ach, passen auf was? Auf Blut. Erzähl weiter, Liam. Wie geht deine Geschichte weiter? Ich hab zwar gar nichts davon mitbekommen. Wir aber müssen hinterher. Okay, Boss. Nein! Hören Sie beim Kämpfen Musik? E-Zero Core Revival. Oh, da könnte man genauso gut Gitarren in einen Aufzug schachten. Attackieren Sie die Beine! Was sind das für Gespräche? Kommen wir nicht drauf! Oh. Komm ich da durch? Natürlich. Wenn der Meko das nicht schafft. Okay. Neben. Er hat Verstärkung hergestellt. Und ich schieße sie weg. Schießen Sie auf die Beine. Verdammt. Oh boy. Was auch immer gerade abgeht. Und schon her mit dem Fuß. Da kommen noch mehr. Oh. Mist. Boss. Nein, Hupf! Boah! Oh. Das gefiel ihm gar nicht.
Oh, was tue ich? Ich hab hier Sachen. Mist, falsch. Wo sind sie jetzt? Auf dieser Taste? Oh, Mist. Wo sind meine Sachen? Ah, wurscht. Ist ja wohl. Beeilen Sie sich! Interfacing! Interfacing. Kann das wirklich timisch nicht lösen? Und was Cooles? Ne. Alles nehmen. Ah. Ah, jetzt schaffe ich's. Cool. Ich würde sagen, das war's. Wo haben wir geparkt? Ah, klar. Die Tasten in diesem Spiel. Erinnerung interessiert mich nicht. Agrarischer Artefakt. Ja, okay, dann gehen wir dorthin. Da ist der Mako. Es gibt einen Ground Pound. Ich spiele dieses Spiel zu wenig, dass ich die Tasten auswendig weiß. Nein, ich mache kein Mass Effect Permadeath. Hui. Oh, die Sonne. Sie haben also keine offizielle Kampfausbildung und ich verlasse mich darauf, dass Sie mir den Rücken decken und den Pathfinder. Fresse leben. Ich bin nicht auf einem Stuhl sitzen geblieben, während mich jemand mit einer beschrifteten Waffenrisszeichnung bedroht hat. Das ist nicht mal geistreich. Ich habe kämpfen gelernt, weil es eine Frage des Überlebens war. Und das, Überraschung, ist auch die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Offiziell ausgebildet also nicht, aber gut vorbereitet auf das, was uns erwartet? Absolut. Oh, Fresse, Liam. Fresse. Unglaublich, der Typ. Kennt jemand ein paar gute Seemannslieder? Soll ich mir auch einen Papagei aus dem Hintern ziehen? Liam, nein. Wirklich nicht. Was stimmt mit dem Typen nicht? Wo ist das Artefakt? Ja, damit. Das könnte ein angaranisches Musikinstrument sein. Wir sollten es Avela zeigen. Ja, was spielen die so? Was bist du Schönes? Gut. Redelte Vorsan. Ja, es schaut nach angarischen Artefakten aus. Oh, da unten. Das schaut auch cool aus. Alles. Alles in diesem Spiel. Und da ist gerade die Welt reingeklitscht. Und der Sonnenausgang. Liam, geh weg. Oh. Liam, aus dem verdammten Bild raus. Wie geil. Sehr schön, sehr schön. Rein hier. Jemand zu Hause? Oh, die chillen nur. Jemand hat unser SOS empfangen. Ohne Scheiß, es hat funktioniert. Oh, was tut ihr Junkies da? Wir haben ihr SOS erhalten. Um was für einen Notfall handelt es sich? Also es geht nicht um Leben oder Tod oder so. Es ist nur, unsere Pflanze da drüben stirbt. Was zum Teufel kann an einer Pflanze so wichtig sein? Wir verdienen damit hier draußen unser Geld. Unsere Pflanze, also sie hat Heilkräfte. Heilkräfte. Das klingt gut. Und wir verkaufen sie an, Kunden, die medizinische Hilfe brauchen. Aber unser UV-Lampendings ist kaputt gegangen und jetzt wird die Pflanze sterben. Sie machen einen schlauen Eindruck. Vielleicht finden sie eins. Oh. Und wegen medizinisch. Natürlich geht es hier ausschließlich um Medizin.
Total, so ein Antibiotidings. Vielleicht hat es noch andere Vorteile, aber in den Badlands darf man nicht wählerisch sein. Ich habe eine Lampe für Ihre Pflanze. Echt? Wow, mitten im Niemandsland. Hammer, die wird gehen. Und hey, nehmen Sie ruhig eine Probe mit. Sie wissen schon, falls Sie mal eine Infektion loswerden müssen, oder... Sei ruhig, Mann. Echt jetzt? Wir geben denen das? Mann, der Shepard hätte die schon erledigt. Ah, du Idiot, Ryder. Status geistig beeinträchtigt. Dieser Mensch scheint unter dem Einfluss einer unbekannten chemischen Substanz zu stehen, die Auswirkungen auf motorische Funktionen und komplexe Denkprozesse hat. Und wir geben den einfach mehr. Sam, wir nehmen eine Probe mit. Erledigt. Wir könnten damit den infizierten Menschen in der Nexus-Zuflucht heilen. Ist sonst noch etwas? Echt jetzt? Nein, wir essen kein Blatt. Wir sind hier fertig. Nein, wir essen kein Blatt. Ich habe schon in der Bar rum experimentiert. Ah. Baba Quad Kogana, 8 Blätter. Sloan's Bodyguard, 2 Blätter. Krasser Fressfleisch. Zurianer mit fiesen Verbrennungen beim Feuersee. Durchgeknallter Salarianer, der zu schnell redet. 4 Blätter, 6 Blätter, keine Ahnung, ich verstehe den Typen nicht. Ah, ist das eine Morden-Solos-Reference? Die fiese Asarich-Tusse mit der Larve, 3 Blätter, die schaut da gleich aus. Der Typ, der in der Höhle wohnt, 4 Blätter. Oh Gott. Was? Ja, cool. Ah, ich weiß. Leute wollen jetzt... Ich bereue schon, dass ich keine Pflanze gegessen habe. Wo hat mich das hin? Ah ja, da Leute, ihr kriegt was ihr wollt. Ein Blatt essen. Reine Neugier. Ich werde mal ein Blatt probieren. Der Verzehr eines ganzen Blattes könnte sofortige und überraschende neurale Effekte auf alle meine Entchen schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe, denn der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, heißer Hopsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt bei allen Jungen im ganzen Land. Neurale Effekte auf die sensorischen und kognitiven Zentren des Gehirns haben. Ryder? Sind Sie in Ordnung? Was? Natürlich. Alles bestens. Wir sollten nicht mehr davon sprechen. Nie wieder. Wovon sprechen? Ein Vogelfänger bewahrt seine Geheimnisse. Oh ja, okay. Okay, das war's wert. Okay, das war's auf jeden Fall wert. Nehmt keine Drogen, Kinder. Sonst werdet ihr Modus Solus sehen. Modum Solus, wie heißt der Typ jetzt? Verdammt, bin ich verwirrt. Oh, Modus Solus. Wo ist mein Handy? Verdammt, okay, ich google's. Oh, kein Ton jetzt in der Zwischenzeit, aber schöne Aussicht. Mass Effect. Modum Solus, right? Modin Solus. RIP. Oh, cooler Typ. Cooler Typ. Okay. Oh, das war's wert. Okay, das war's wert. Den Nexus-Flüchtlingen die Pflanze bringen. Welche Leute sind das? Ja. Oh. Ui. Okay, doch nicht. Doch nicht, ui. Ja, oh, ich brauche mehr Boost. Das waren ein paar coole Techniken, Costa. Sagen Sie es nicht weiter, aber die habe ich aus einem Video. Gebäudeabbruch. Ah ja, das ist ein Klassiker. Aber ich bevorzuge die batterianische Version. Verdammt, Hardcore. Was? Ah, nicht perfekt eingepackt. Schade. Ah, dieses Haus. Ich glaube, ich erinnere mich. Und nicht an die Leute.
Der Drogendoc ist hier. Ich habe was gegen deinen Husten. Hier, wir sind auf eine Pflanze gestoßen, die in geringen Dosen wirken soll wie ein Antibiotikum. Wirklich? Das probieren wir aus, danke. Sie haben ihm damit vielleicht gerade das Leben gerettet. Oder einen guten Trip gegeben. Vom Abschluss. Ah, der Drogentrip. Das wird wieder ein Highlight. Grey Perry Points. Ich lasse mal das Team drinnen, obwohl ich die Chemistry nicht mag. Die meisten Leute haben da nicht wirklich die beste Chemistry im Team. Aber das hatte Miranda ja auch nicht. Nice. Oh, ich muss was testen. Oh, du Rider. Sandwich me, Daddy. Nein? Tschüss. Irgendwo kommt das Shuttle. Da kommt es, es kommt. Seid ihr bereit? Oh, Sandwich me, Daddy. Oh, okay. Das hat halt doch Licht. Ich habe mich schon gefreut. Vielleicht werden wir mitgeflogen. Ich habe ihr Dextro-Proteinessen probiert. Das war ziemlich dumm. Geschmacklich war es okay, aber dann hatte ich einen Kehlverschluss. Wenn Protein drauf gestanden wäre. Wir nähern uns Charybdis Point, das Exilantenlager aus Yefir's Locks. Wir sollten mit Mallox reden und den Bereich nach Hinweisen durchsuchen. Wenn Protein drauf gestanden wäre, hätte ich es auch probiert. Da waren wir doch schon drin. Okay. Achten Sie auf alles, was mit den vergifteten Angara zu tun haben könnte. Whoop. Open up. Ja, Leo. Ausgeräumt. Wasserfilter. Bauart und Design passen zu denen aus dem Angara-Dorf. Die Exilanten haben also das Design der Angara gestohlen und sie dann auch noch getötet. Vielleicht gibt es eine andere Erklärung. Hey! Was machen Sie hier drin? Ich habe eine bessere Frage. Woher haben Sie das Design für diese Wasserfilter? Verschwinden Sie, solange Sie noch können. Ich frage nicht nochmal. Woher haben Sie das Filterdesign? Dahinter steckt eine Geschichte, die Sie nicht verstehen würden. Raus damit. Wir konnten Sloans Schutzgebühr nicht bezahlen, also hat sie uns rausgeworfen. Wir haben dann die Angara um Hilfe gebeten, fast verhungert und verdurstet. Aber statt sich anständig zu verhalten, haben uns diese Mistkerle ausgeblutet. Credits, Kleidung, Waffen. Sie haben alles genommen. Nicht alles. Sie haben überlebt. Sie haben sich hier eingerichtet. Die Angara wissen als Einzige, wie man das Wasser dieses Planeten richtig filtert. Wir wollten nur autark sein. Ich habe ihnen Geld für das Design angeboten. Sie haben abgelehnt. Also haben sie sie vergiftet. Und ihr Geschäft stillgelegt. Sie sind ein Monster. Nein, ich bin ein Überlebenskünstler. Ich stimme zu. Tötet sie. Ach komm. Hätte noch reden können. Jetzt fliege mal. Ah, ich hatte schon die Shotgun draußen. Oh. Oh. Ja, das glaube ich echt gerne. Ah, Mist. Ich liebe diesen Truppen. Granate kommt! Das ist Renegade Shepard, hätte ich die leben gelassen. Ohne meine Hilfe habt ihr ihn erledigt. Haben die Angara jetzt ein bisschen Gerechtigkeit erfahren? Das war richtig, Pathfinder. Ja. Angst dich ja gemacht.
Oh, das ist mein Shuttle. Okay, wo war der Bro? Hier oben drin war er, glaube ich. Ups. Ups, Rider. Pathfinder. Ich bin noch nicht sicher. Und da ist der Boss. Na, Pathfinder, immer schön friedlich. Ha. Natürlich. Pathfinder, wie geht's? Der alte Abhäuter ist Geschichte. Habe ich schon gehört. Schade wegen Bishop. Er war verrückt, aber ein guter Arbeiter. Danke für das Update, Christmas. Jederzeit. Okay, dann raus hier. Steht die Normandie irgendwo rum? Oh, falsches Schiff. Nein, die Tempest. Nein. Das war's hier auf der Karte, oder? Die restlichen Sachen sind Sam Erinnerungen. Yep. Raus hier. Oh, Katara schaut so gut aus. Zu gut. Das ist schon zu schön, der Planet. Oh. Ich hoffe, die verbocken das nicht, den Mass Effect spielen nicht. Jor, stimmt, denn seine Mission sollten wir machen. Logbuch, Verbindungen, wo ist er? Mit Jor auf der Tempest sprechen. Jor, noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Ja, später. Talk to me, baby. Du weißt doch am besten, wie gefährlich Axul ist. Warum durften Sie mit ihm sprechen? Sie sind keine Kinder mehr. Da wird die Kontrolle schwierig. Du warst auch nicht anders. Bitte, Jarl. Ich bring sie heim. Alles okay? Drei meiner Geschwister sind jetzt bei den Roka. Axul hat ihnen seinen Hass auf Aliens eingeimpft. Und ihre Mütter wollen sie zurückhaben? Die Roka lagern bei der Schmiede. Sie ist für viele der Geburtsort unserer Zivilisation. Axul glaubt bestimmt, damit mehr Fanatiker für seine Sache zu gewinnen. Ryder, er hat meine Familie, aber ich kann das nicht alleine. Also, wenn ich wirklich seine Mission jetzt mache, habe ich das falsche Thumbnail genommen. Ja, aber ich bin ein Alien. Ich werde ihn helfen. Ist auch nicht nötig. Ich brauche nur Zeit und Ort. Sie zögern nicht. Das liebe ich so an Ihnen. Ich habe einen Kontakt, der die Roka beobachtet. Wir werden uns mit dir treffen. Okay. Ich wollte gerade sagen, 2 Meter Sicherheitsabstand und dann hupft er mit durch mich durch. So, 2 Meter. Okay, machen wir gleich. Das sollte sich ausgehen. Ich glaube, ich habe 20 Minuten bis jetzt. Was habe ich? Wie lange habe ich? Folge voll. Ah, 30 Minuten. Okay. Ich glaube, die haben eh nicht so viel länger als 30 Minuten gedauert, die anderen. Machen wir. Sind jetzt im Orbit von Kadara. Ich habe einen ZK-Tracker entdeckt. Scannen Sie ihn. Wir müssen rausfinden, wo sich Dr. Kennedy aufhält. Das ist mir bewusst. Glauben Sie mir. Stimmt, irgendwas ja. ist anders, Pathfinder. Der Tracker überträgt ein angaranisches Signal. Versuchen Sie, die letzte Nachricht abzuspielen. Kommt da eine Nachricht? Nein. Boom. Eingeklinkt. Wenn wir die Quelle finden, verschafft uns diese Technologie Zugang zur Initiative. Oh. Außerdem ist die Brüterin ein symbolisches Ziel. Zeigt kein Erbarmen. Die Rokar haben es auf Dr. Kennedy abgesehen. Wissen wir, wo sie ist, Suvi? Negativ. Wir brauchen noch einen Tracker. Verdammt. Ja, und wo kriegen wir den her? Zum Brasystem. Das ist ja auch eine mögliche Nebenmission.
Wo ist Zombra? Zombra. Ist sehr viel Laden. Natürlich wäre sehr viel Laden. Ich würde es Sinn ergeben. Ich schaue das mal. Falls ich das jetzt weiterbringe und das wirklich auf dem Planeten ist, wo ich hin kann, dann mache ich das sofort. Und verschiebe Charles Lemmission wieder weiter. Ich habe den letzten Z-Kartrager entdeckt, den wir benötigen. Sehr gut. Wir müssen Dr. Kennedy unbedingt vor den Rokar finden. Anomalie geortet. Ich kann überspringen. Es geht zwar nicht viel schneller. Das sind Rohstoffe. Okay, das war nicht das Richtige. Anomalie geortet. Sonde gestartet. Er driftet unkontrolliert durchs All. Außerdem registriere ich Rückstände eines Kettantriebs. Jetzt sind auch noch die Kett mit von der Partie? Verdammt, bringen Sie uns näher ran. Natürlich. Jeder. Kello hatte recht. Es gibt hier Hinweise auf die Kett. Aber ich kriege auch Daten rein. Durch die vier Tracker haben wir jetzt eine Ursprungsposition. Sie ist auf Volt. Auf Volt? Da gibt es immer noch haufenweise Kett. Wir müssen das Baby in Sicherheit bringen. Vor dem Aufstieg und den Rokar. Also los, auf nach Volt. Ja, ein aufgestiegenes Baby. Okay, machen wir doch das. Die kleinen Dinge zählen. Das heißt, die großen Dinge und jetzt die kleinen Dinge. So groß. Oh. So klein. Ein Baby, das aufsteigen würde, wäre sicher interessant. Ich weiß nicht, ob ihr die Dead Space Babys kennt aus Dead Space 2. So würde ich mir das ungefähr vorstellen. Und die sind ziemlich pervers gewesen. Die waren dann in Dead Space 3 schon verboten. Da haben sie dann Hunde eingeführt, was nicht besser ist. Ich würde lieber Babys töten. Beginne mit dem Anflug. Ja, das klingt sehr normal. Und Kinder in Fallout. Volt Orbit ist stabil. Ein Architekt. Geistert darum. Okay, Sandsturm war. Naja. Katana habe ich bekommen. Na Gott sei Dank. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt probiert habe in letzter Zeit. Madlock war, glaube ich, nicht schlecht. Und wir nehmen das Baby-Team mit. Mein Babys. Gratulation. Haben wir ein perfekter Baby-Dano? Das blaue ist Baby-Blau? Nein? Kein Baby-Blau? Dann Honigwabe. Nähern uns der LZ. Landezone. Wow. Das war gerade flashig. So perfekt gelandet. Bin fast stolz. Wo ist mein Auto? Ausstattung Nomad. Snowmadland. Honigwabe schaut cool aus, finde ich. Ah, auf der Wüste schaut es ein bisschen besser aus. Okay. Ganz oben. Wir nehmen die Schnellreise. Den Ladebildschirm? Nein. Die Ladebildschirme schauen auch nicht schlecht aus in diesem Spiel. Aber die kriegt man nur einmal. Tut mir leid, falls Sie das stört. Ich weiß, Sie sind vollauf damit beschäftigt, nichts an sich ranzulassen. Hey, ich lasse durchaus Dinge an mich ran. Sehr viele sogar. Aber nicht die Sache mit der Lucinia, denn das machen ja Sie schon. Sie lassen so viel an sich ran, dass kaum noch Platz für was anderes ist. Okay. Danke. Das Baby lasst mich an sich ran. Oh.
Oh, ist mein Spiel geklitscht. Mayday, Mayday! Falls uns irgendjemand von der Initiative hört, wir brauchen Hilfe! Hier spricht der Pathfinder. Sie kriegen es möglicherweise mit Rokar und Cat zu tun. Nein, 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 nicht jetzt! Das klingt nicht gut. Können Sie fliehen? Das bezweifle ich, Pathfinder. Das klingt nicht nach gequältes Stöhnen. Tempest, Dr. Kennedy braucht sofort einen Fluchtvektor. Verstanden. Gib mir eine Waffe. Beeindruckend. Aber sie braucht trotzdem unsere Hilfe. Das klingt nicht nach gequälten Stöhnen. Sagen Sie ihnen, sie sollen sich beeilen. Halten Sie durch, Doktor. Wir tun, was wir können. Gut. Hier hat es nämlich jemand. Eilig. Wir will doch wissen, wie sich gequälte Stöhne anhört, oder? Was liegt hier? Als würde Energie fehlen. Ja, me too. Und wir in uns. Wow. Schalten Sie sie aus. Wir müssen Kennedys Shuttle einen Weg frei machen. Alles klar. Oh, das ist ein Mac. Das ist ja ein Mac. Wenn wir mit dem Mac tanzen. Perfekt. Bin zurück. Sie kommen uns zu nahe. Ich starte jetzt. Warten oh. Sie, bis es sicher ist. So viel Zeit haben wir nicht. Das waren die letzten. Alles klar bei Ihnen, Doktor? Wie sieht's aus, Kennedy? Ich versteh's, danke. Uns geht's gut. Bringen Sie sich in Sicherheit, Doktor. Aber vergessen Sie nicht, wir müssen die Sache noch mit Edison klären. Verstanden, Pathfinder. Ah, und die fliehen schon wieder. Verdammte Vollidioten, was gibt's hier noch? Nein, das. Nichts. 100%. Habe ich hier wirklich alles fertig? Erinnerung. Wunderbar, Lieferanten, warum nicht? Wenn ich Charles in der Mission schon nicht herausrücke. Besonderes. Diese Wolken Cora, sind etwas. Kann ich mal 1 bis 4 Worte mit Ihnen wechseln? Sie bekommen 1. Es klingt aufrichtiger, wenn ich 4 benutze. 1. In Ordnung. Anti-Disestablishmentarianismus. So viel zur Aufrichtigkeit. Wenn Sie mir nur 1 Wort geben, muss ich ein großes nehmen. Seien Sie einfach still. Wenn Sie mir 4 Worte gegeben hätten... Bibi, ich schwöre, ich wollte sagen, es tut mir leid, dass ich immer versucht habe, Sie auf die Palme zu bringen. Und wenn Sie mir 3 Worte gegeben hätten... Bitte hören Sie auf, bevor Sie sich um Kopf und Kragen reden. Und sind weiter links. Oder wahrscheinlich da drüben. Ich empfange Cat-Signale vor Ihnen, Pathfinder. Dann sagen wir mal Hallo. Ah, Mist. Perfekt. Pathfinder,
Diese Nachrichtenkonsole lässt sich hacken. Es gibt auf Volt also ein Kontrollzentrum für Cat-Shuttles. Diese Nachricht enthält einen fragmentierten Zugangscode. Wenn wir weitere Terminals finden, kann ich ihn vervollständigen. Und dann können wir das Kontrollzentrum lahmlegen. Natürlich wieder so eine Mission. Wo man wieder 10 verschiedene Sachen finden muss. Was ist das hier drin? Den Nachtpunkt, den uns Soka Esov auf Aya genannt hat. Wer auch immer das war. Okay. Hier kamen Schusswaffen zum Einsatz. Die Rückstände deuten auf Cat-Technologie hin. Die Cat. Na toll. Kann ich da nichts looten? Das war's noch nicht hier. Wir haben sie gefunden. Den Scans zufolge enthalten diese Kisten angaranische Waffen. Na, das ist ja mal interessant. Das war ja klar. Sieht aus, als wäre Sokas Lieferant tot. Ich höre sie kommen. Und da hätten wir den Hinterhalt. Ja, für die Cat. Oh, mir ist gerade eine Motte auf meinem Bildschirm gelandet. Das ist eine Motte auf meinem Bildschirm. Sie dreht durch. Okay, wo ist sie hin? Fliegt. Das ist tot. Dann war die Motte angetörnt von den ganzen Grafiken hier in diesem Spiel und dem Licht. Weil ich dieses Spiel hier im Dunkeln spielen kann. Okay. Natürlich in die Siedlung zurück. Okay, warum nicht? Warum nicht? Okay, wir sind dann hier fertig. Und es ist dann auf. Sie verstehen aber auch gar keinen Spaß. Nein, ständig zugetextet zu werden, ist für mich kein Spaß. Dann texten Sie eben zurück. Jagen Sie Ihren Puls hoch. Machen Sie irgendwas. Ich halte mich einfach nur bereit, falls Sie nichts dagegen haben. Tut mir leid, ich bin kurz eingenickt. Okay, die Waffen wegbringen. Sonst noch irgendwas Interessantes? Schaut nicht so aus. Okay, Cora. Alles klar bei dir? Nein? Ach Gott, bist schon wie Clover. Auch so ein Autofreak oder Truckfreak. Ah, ich mach so viele Nebenquests gerade. Kann ich fast noch zurück zur Nexus gehen, auch schaut das cool aus. Oder das ist abgekürzt. Durch Mods oder durch meinen schnellen PC. Schauen wir mal, ob der überhitzt ist. Geht so. Oh, Gil wollte, dass Sie vorbeischauen. Ja, das wollte er schon lange. Schön für Gil. Volt Orbit ist stabil. Du bist unstabil. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss für die Lebensmission. Diems? Charles, wir nehmen Diem mit. Wir harmonieren dann, die zwei ein bisschen. Wenn nämlich bei Cora mit. Bibi natürlich. Oh, warum nicht? Und umgekehrt das gleiche. Gegenseitige Gefallen. Schauen wir mal, wie lange ich schon drinnen bin. Wenn das automatisch weitergeht. 44 Minuten. Ja. Nächste Folge vielleicht Char. Nächste Folge. Sag ich schon ewig, aber können wir gleich weiterspielen danach und das dann auch warm machen. Ja.
Ah, eigentlich muss ich morden. Es war mir Lem nach dem Drogentrip. Sie sind zurück? Ja, aber leider mit schlechten Nachrichten. Ihr Lieferant, Keldo. Die Cat haben ihn erwischt. Danke, dass Sie mir bestätigt haben, wie er gestorben ist. Haben Sie die Vorräte? Ist alles kalt? Keldo hat Waffen für den Widerstand transportiert. Sie waren sein Kontaktmann. Gut, sehr gut. Fahren Sie fort. Ephra hat Sie gebeten, mich auf die Probe zu stellen, um herauszufinden, wie ich mich schlage. Ich sagte ihm, Sie sind clever. Die Cat hatten ihre Waffen, aber ich habe sie ihnen wieder abgenommen. Ja, die gesamte Lieferung. Und Keldos Mörder sind tot. Das ist gut. Sie sind aufrichtig, Pathfinder. Und zuverlässig. Ich werde Ephra mitteilen, wie gut sie sich geschlagen haben. Wie viele dieser Tests muss ich noch bestehen? Wir vertrauen Fremden nicht, aber vielleicht können wir mit ihnen zusammenarbeiten. Ich muss die Waffen an ihren Bestimmungsort bringen, aber Keldo würde wollen, dass ich ihnen helfe. Ich habe einige Dinge, die sie brauchen könnten. Und ich will ihre Credits mit eigenen Augen sehen. Handeln wir? Okay. Wir sind immer knapp an Ressourcen. Wenn Sie Credits akzeptieren, handle ich gerne mit Ihnen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Werfen Sie doch mal einen Blick auf meine Waren, wenn wir hier fertig sind. Vielleicht finden Sie ja etwas, das Sie brauchen. Du musst doch guter Loot haben. Cobra-Raketenwerfer ist eigentlich ziemlich cool. Element Zero. Ich weiß gar nicht, was ich brauche von diesen Sachen. Keine Waffen. Mit den Sachen messe ich gerade nicht wirklich sehr viel herum. Oh. Dann, was habe ich bei den Pistolen? Hornet. Die ist, glaube ich, nicht so schlecht, aber die Hurricane ist so gut, dass ich da eigentlich nichts anderes brauche. Sandstorm kommt weg. Gardana, natürlich kommt das weg. Die schaue ich mir gar nicht mehr durch. Ach. So was Neues da. Das schaut eigentlich aus, das Teil. Ich habe so die Most Badass Rüstung gerade. Da weg mit den zwei. Brauche ich auch nicht mehr. Okay. Pathfinder. Oh, schau, das sind Menschen. Eines Tages werden wir auch so eine Stadt haben. Ha. Wir machen sie Menschen und übernehmen die von denen. Okay. Neue Quests. Natürlich, die kenne ich schon. Was ist das hier? Ah, ja. Nicht ein Schnellreisepunkt. Oder war der draußen? Oder so das? Wandgemälde. Irgendwo gibt es eine. Das Ding hier. Irgendwo hat er noch eine Quest. Kennen wir den Typen nicht? Pathfinder. Es gibt noch weitere Außenposten, die ihre Hilfe brauchen könnten. Natürlich. Einige Siedler auf Kedera leiden an einer bakteriellen Infektion. Um sie zu bekämpfen, brauchen sie angaranische Antibiotika. In der Stadt müsste es eine Ärztin geben, die uns weiterhelfen könnte. In Ordnung. Ich werde die Medikamente sofort besorgen. Oh, wir sind auch der Postjunge und Botenjunge. Oder wie andere Leute das beschreiben würden, Bitchwork. Ah ja, direkt da drinnen, okay. In der Klinik wahrscheinlich. Würde es Sinn ergeben? Kann ich Leute wieder besuchen gehen. Yay. Oh. Ja, Klinik. Ob Quartier des Widerstands. Können wir mal schauen, ob Cora was zu sagen hat. Ja. Sehr viel. Sehr hilfreich. Ah. Ja. Unsere Leute auf Kedera leiden an einer bakteriellen Infektion. Haben Sie vielleicht Antibiotika? Selbstverständlich. Wird diese Menge ausreichen? Ah, ich muss es kaufen. Eine lächerliche Nebenmission. Ah.
Ich meine, es ist eine realistische Nebenmission. Sehr realistisch, aber trotzdem lächerlich. Ich meine, wir haben so viele Leute in unserer Crew. Können wir nicht Coral damit beauftragen, solche Nebenmissionen zu machen? Anstatt dass sie nur Kampftraining zuschaut. Ich weiß nicht, ob wir Bibi damit vertrauen können. Wo ist sie? Wo ist diese Bibi? Da ist sie. Was zu sagen? Bibi? Ryder. Nein. Nur Ryder. Ach, okay, das wird länger dauern. Hallo Pathfinder. Haben Sie gute Nachrichten für mich? Ich habe das hier gefunden. Irgendeine Idee, was es sein könnte. Wie beim Himmel konnten Sie eine angaranische Sternenkarte finden. Und sogar eine, die noch funktioniert. Sie muss aus der Zeit vor der Geißel sein. Wenn wir sie analysieren, können wir herausfinden, wohin unser Volk vor dem dunklen Zeitalter gereist ist. Wissen Sie viel über die Reisen Ihrer Vorfahren? Nein, überhaupt nicht. Die Geißel hat fast alles ausgelöscht. Wir fangen gerade erst wieder an zu reisen. Könnten Sie es in eine andere Galaxie geschafft haben, so wie wir? Möglich wäre es. Soweit wir wissen, gibt es außerhalb unserer Reichweite ganze angaranische Welten. Ist das hier angaranisch? Ich habe es auf einer ihrer Heimatwelten gefunden. Bei der Sonne, das ist ein altes Rivan, ein Musikinstrument. Es benutzt die Energie im Körper eines Angara, um Musik zu machen. Es gibt sie heute noch, aber sie sind nicht so schön. Die Lieder, die damit gespielt wurden, sind vermutlich längst verschollen. Wie viel Kultur haben wir vergessen? Kunst, Musik, Geschichten, alles weg. Die Anspielung war gerade da, dass man die Angara vielleicht in der normalen Mass Effect-Serie sehen kann. Serie. Mass Effect 4, Mass Effect 5 vielleicht, dass sie auftauchen werden. Sie bauen bereits alles wieder auf. Sehen Sie sich Aya nur an. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Wie auch immer, Artefakte wie dieses helfen uns weiter. Oh, zu viel reden mit dir. Ich komme wieder, wenn ich etwas für Sie habe. Mögen die Sterne über Ihren Reisen wachen. Okay, wie schauen die aus, die Dinger? Ja, ziemlich egal. Das Messer da erinnert mich an Skyrim-Messer. Keine Ahnung, wie die geheißen haben. So eine Elfenklinge halt. Okay, okay. Und jetzt ist diese Episode auch schon vorbei. Und ich werde mich wahrscheinlich nächste Folge um die Arsch-Nebenmission kümmern. Diesmal bestimmt, okay? Ohne Ausrede. Ganz sicher. Yo, peace out.